Hallo, nicht so schnell. Und die Pferde drehen da total durch. So wie es aussieht, gibt es heute nur trockene Brötchen. Nee, wir haben auch noch Blockhaus. Ja, das hätte ich jetzt auch so gesagt. Doch. Das glaube ich dir nicht. Doch, extra organisiert von meiner guten Freundin. Das ist auch das, was sie beim Blockhaus verwenden. Das ist unglaublich lecker. Und, naja, ein bisschen frischen Tzatziki. Das reicht ja nur heute Abend. Ja, muss ja auch nur, ne? Ein bisschen Wurstfleisch. So, das wird schon gut. So, das ist das Gerät für die Pullingbahn. Der soll das alles richten nachher, was die Trecker nachher durcheinander gebracht haben. Die Krone steht drauf, 90-80, Weidemann. Alle Achtung, ganz schön großes Ding. Gut, den werden wir gleich mal ausprobieren. Der Träger ist wohl ein bisschen zu schwach. Ja. Ist der Träger gefallen? Thank you.
1. Mai Oldtimer-Treffen in Mannhagen ist. In Mannhagen, genau. Ich bin doch so auf Mannhagen fixiert. Mannhagen gibt es schon lange nicht mehr. Nö. 6 Jahre? Nee, länger, ne? Oder der Verein selber? Wir machen das 6. Mal jetzt hier. 4 Mal regelmäßig. Also 10. Veranstaltung. Zum Nützen wieder aufgeliefert. Hast du das auf Facebook gesehen? Ja, ich habe das mal geschrieben. Wir machen da nochmal Ultramar-Treffen. Aber erstmal nichts mit drin. Da hinten wird jetzt auch abgesperrt und für alle, die mit dem Auto kommen, nicht an der Straße parken. Wir haben Parkplätze, sind vorhanden. Nicht auf der Straße parken, Jungs. Parkplätze sind vorhanden. Und wir lassen sie gnadenlos abschleppen. Ja. Abschlepper zeige ich jetzt euch gleich mal, wo der ist. Ich habe ihn doch eben hier noch stehen sehen. 200 Tonnen Masse hinter sich gezogen durch Dorf, 1,3 Kilometer. So, die ersten Minuten kommen jetzt schon, 15 Uhr. Die letzten Oldtimer müssen dann draußen parken, wenn es so weitergeht. Die Eisenbahn nimmt langsam hier Gestalt an. Sicherheitszaun für die Kinder, dass nichts passiert. Das ist, So, die Jungs haben das Glas heile gelassen, sehr gut. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung, um die Getränke kühl zu bekommen. Ja. Longo wartet nämlich schon. Wollt ihr einmal Longo sehen? Aber ich glaube, Longo will nicht, dass er gesehen wird, ne? Dann lassen wir. Geil! Wir haben noch irgendwas vergessen. Was passiert? Weißt du nicht? Ist jedenfalls nicht weggeflogen. Ja. Fällt der Stecker oder? Nee. Na, guck mal, die Jungs haben den Stecker abgeschnitten. Nee, das ist hier. So, das sind unsere beiden Köche für dieses Wochenende. Kennen sich zwar nicht aus mit Grillen und Essen machen, aber wir vertrauen den beiden mal.
Na, der Träger ist wohl ein bisschen zu schwach. Ja, alles, ne? Also aufgegeben.
wie jedes Jahr. Arno ist auch da. Moin, moin. Der traut sich oder was? Keine Ahnung. Und das soll der Tretrecker sein, der gleich an die Leiter kommt. Der kommt an die Leiter ran. Jetzt machen wir schon los, oder was? Schöne alte Osttechnik. Kann, ne? Licht machen. Jetzt wackel ich auch noch dabei. So, wir sind jetzt im Stechen.
Klasse 10, 56, 84. Das ist ein Major Grenz mit seinem Fortschritt, CMT 323, 100 PS. Und ich denke mal, so langsam können wir uns in der 11. Klasse vorbereiten. André Bateide wollte sich fertig machen. So, jetzt erstmal Jörg Kinz mit seinem Fortschritt. Stechen 10. Klasse. Zumindest gucken wir jetzt Richtung Sonne. Ich kann sie erahnen. Guck mal. Aber die müssen ja jetzt hoch und wieder runterfahren mit dem Ding. Sicher, sicher. Okay. Im Kreis. So. Bist du Sonntag in der Nähe von Rena? 10 Meter sind zu schwer. Ich wusste gar nicht, dass da was ist. Rena.
Klasse L. Ich denke mal, die sind schon alle vorbereitet, ne? Wir waren das 5 oder 6.
44 05. Das ist Kai Langbeen, der ist heute für die Bahn zuständig. Vielen Dank, Kai. So, wir sind jetzt Oldtimer, freie Klasse. Kai Langbeen fängt an, hat einen neuen Fahrer drauf. Gucken wir mal, wer das ist. Der Remo ist auch noch da. Nicht zu kalt heute. Dann haben wir hier 19 Grad. Die Fans 614. Der hinter ist Felix, wie das aussieht. Dass da hinten der See ist, ne? Ja. Hoffentlich hat er ihm gezeigt, wo Kupplung und Bremse ist. Ja, oh. Bis jetzt, aber er fährt noch. Ruf ihn mal einer an, das anhalten muss. Thank you.
der Kohle. Auf dem Feuer. Das hätte ich ja nun gar nicht gedacht. Also lass nur mal schön mal das Tobias still sein. Hast du die Weite? Ich sehe jetzt erstmal zwei. Was Dennis? Dennis Lübers ist da. Dennis Lübers auf ein 14,55. Aber die Hop? Ja, der ist eh. Wir jetzt immer noch so ein Gerät haben. Ja. Okay. Der ist auch ungeschränkt, ohne hier die Ja, im Original gibt es da noch Frontgewichte dabei. Und das ist nicht der Fall bei dem. Was hast du? 12,08. Mando. 60,27. Ist egal, was er gemacht hat, aber das Bremswagen-Team ist jetzt wach, würde ich sagen. 1300er. Wie sieht denn heute aus? Mit deinem Handy hast du ja So, das blaue Wunder. Ja, ist auch vorsichtig. Und seine Bahn. Guck mir das an. Andi ist auf dem Vollpult. Super. Ja, Riesenapplaus. André Mateil, Vollpult. Ich kann das nicht klappen sehen. Ja. Jürgen Spann. Der mit dem Storch drauf. Wer Jürgen kennt, kennt den Storch.
dass er das mal mehr vermacht. 79er Baujahr, 150 PS. Da sind die auch nicht so mit dem Rammeln. Applaus! Das sind auch selber, die keiner mehr haben wollte damals.
Vor vom Treppenhaus. Und quietscht nichts. Danke fürs Mitnehmen. Ja, geht. Nochmal? Weil Franz fährt, nicht André. Sein Sohn, gut. Das muss sein. Das ist alles weg. Zeig da mal. Lass mich gucken. So. So. Ich muss jetzt schon spritzeln, weil ich glaube, Franz kommt weiter als André. Das sind die Kinder, die mitfahren sollen. Hallo? Kinder? Seht mal zu, dass ihr unten wegkommt. Zack, zack! So, pass auf, was ich sag. Franz fährt weiter als André. Ja, hoffentlich. Ich geh mal davon auf, pass auf. André ist noch halb im Maschinenraum, der macht kurz Ölwechsel noch. Weil der ist noch nicht so nervös wie André. Doch. Würde mich nicht wundern, wenn er bei 75 Meter sagt, so, du halt mal einen Sammel, Alter. Bin gleich da. Und das ist immer scheiß auf die Lebenserfahrung. Ne? Ja, Mann. Du da? Weiter. André Sohn ist schon jetzt bei der DR. Oh, Andi, vielleicht hätte sie bei der Wertung fahren lassen sollen, wäre vielleicht besser gewesen. Zieh, Franz, zieh! Feuer die mal an, dass er jetzt gestartet hat. Er fährt einfach, und sieht mein Kopf. Ist egal. Aber er fährt einfach. Der wird gleich sagen, schon zu Ende, Papa. Was soll das denn? Da war müssen wir nicht mal anfangen. Schmeiß mal mit Euro. Applaus, Pull, Pull. Super, super. Franz, gut gemacht. Natürlich. So, jetzt kommt das Spieler hier gleich hoch. Ich weiß nicht, ich denke mal 10 Jahre, vielleicht ist er 11.
Ey, da ist er nicht. 12 ist er, höre ich gerade. Also ist der Träger ja auch größer als der Trakt. Mal anfeuern hier, ja, was ist das? Ah, da haben wir mal einen Stolz, die Ostia. Alles okay, guck doch mal da hinten, ist der Trittbahn noch da. Oh, krieg ruhig raus da hier oben, kann er ab. Das Ding, kannst gleich aufladen. Da gehst du einmal. Hast du noch einen Zucker von oben? Anstecken oder nach Hause ziehen? Ja, ich muss zulenken, ja. Das so und so nach Hause? Ja. Weil der Kleine nicht zugelassen hat. Der Große nicht zugelassen hat. Ja, ich sehe das gerade. Das ist, glaube ich, auch nicht erlaubt, ne? Oh, hier weg ist das ja. Irgendwas gehört vom Unfall? Wie schlimm das geworden ist? Wie wir da gesessen haben. Lass mal gucken. Mit dem ganzen Körper von oben. Ich fand das gut. Und ich hab meine Leberwurst ist alles viel schlimmer. Und ich musste mal mit dem Fahrrad fahren. In der Klasse 12. Freie Klasse. Platz 3. Jetzt ist das. Jetzt ist der Punkt was gut gemacht. André hat natürlich zurückgezogen. Und sein Zug nicht wert. Vielen Dank an Sie dafür. Nadine Mohn auf Platz 2, Klasse 12. Immer noch die einzige Frau im Starterfeld. Das zweite war auf Podest. Mädels, Jungs, Riesenapplaus. Auch da unten, ja. Ekstase jetzt mal da. Und auf Platz 1 in der freien Klasse, Klasse 12, Philipp Heinz. Herzlichen Glückwunsch. Alles richtig gemacht. Ja. Vielen Dank euch. Herzlichen Glückwunsch. Also das Museum hat immer geöffnet vom April bis Oktober. Wer noch nicht da war, das lohnt sich auf jeden Fall. Auch für Kinder. Aber blau den dann. Euro 6. Alter Schwede. Ich sag mal, Stresemannstraße tauglich. Ja. Kannst du alles wieder abhusten. Der droht hier immer noch umher. Das ist ein Drohnentag. Drohnentag? Oh, schön, das ist ein Drohnentag.